Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Sonne. Hier kurz vor den Ruinen des Lebens. Ihr seht schon, wir haben Mützi wieder mit dabei als unseren guten alten Glücksbringer. Ich war kurz unsere Pokémon heilen. Wir haben Mori vorne, wie geplant, und sind jetzt bereit, uns der großen Prüfung zu stellen. Du bist also die, von der Gladio erzählt hat. Für mich siehst du aus wie ein ganz gewöhnliches Mädchen. Ich bin Fran. Ich halte Team Skull zusammen. Ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du ärgerst meine süßen Geschwister, also muss ich dir mein Ende setzen. Toll, ich war gerade heimlich. Was gewusst hätten wir die vorher noch abweggeputzt. Naja, sie kämpft mit Gift-Pokémon. Von daher passt das schon. Tja, blöd, wenn die Gift-Pokémon fliegen. Okay, Mori. Zeigen wir ihm, was dein Felsgrab ausrichten kann. Ich hasse Kompustrahl. Geht doch. Nimm das! Bei Molunk bleiben wir drin. Wir müssen es nur einmal treffen. Ich meine, wir sind mit seinem Herrscher-Pokémon fertig geworden. Dann wären wir damit doch auch fertig. Es sei denn, wir hauen uns jetzt zu oft. Oh, wir sind nicht mehr verwendet. Perfekt, tschüss. Dann add mit dir. Hey, du bist ganz schön stark. Aber wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Jetzt darf ich dir so ein bisschen einen Trank geben. So. Wir wollen ja schließlich Full Life sein, wenn wir da ankommen. Ich glaube, ich habe nur keinen Schutz. Wollte sie hier nicht auf uns warten? Sefi! Lilly hatte sich verlaufen, aber also habe ich sie kurzerhand hergebracht. Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel Meeresrauschen hat sie sich schon mal verirrt. Da wollte sie nur ein paar Schergen von Team Skull aus dem Weg gehen, aber ich habe mir trotzdem Sorgen um sie gemacht. Okay, Mathgroy hat gleich wieder einen Kampf, den will ich nicht verpassen. Aber eines wüsste ich ja zu gerne. Wie sieht Mathgroy wohl unter seiner Maske aus? Sind wir die Einzigen, die das rallen, dass das der Professor ist? Ich bin für Wölkchen hierher gekommen. Professor Burnett war so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Und ein armes Pampros, lass mich schon dein Team heilen. Toll, hätte ich das gewusst, hätte ich mir den Trank sonst wohin stecken können. Da drin befinden sich die Ruinen des Schutzpatrons von Akala, Kapufala. Nun, ich hätte ein Wölkchen. Auf Melimeli wolltest du auch zu den Ruinen des Krieges. Was bedeuten diese Ruinen für dich? Was willst du von den Schutzpatronen? Ohne dich wäre es für Wölkchen an der Hängebrücke wirklich brenzlig geworden. Nanu? Ihr seid doch die Kinder, die mit Kukui unterwegs waren. Mein Name ist Lilly. Ich bin Professor Kukuis Assistentin. Das ist Sefi. Ich hätte euch am Hafen schon nach euren Namen fragen sollen. Tut mir echt leid. Und das, obwohl ich extra auf euch gewartet hatte, um euch auf Akala willkommen zu heißen. Ich bin hier, weil Kapufala mich gebeten hat, in Ruinen etwas Ordnung zu schaffen. Sefi, ich wollte mich noch bei dir dafür bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, die Menschen und Pokémon Alolas kennenzulernen. Gut. Du hast also die Prüfung der drei Captains von Akala bestanden. Dann ist es jetzt Zeit für die große Prüfung von Inselkönigin Mayla. Mach dich bereit für den härtesten Pokémon-Kampf auf ganz Akala. Gerne doch. Okay, meine Pokémon und ich werden im Kampf gegen dich und deine Pokémon all unsere Kraft zusammennehmen.
Meine Gefährten sind allesamt straffe, aber dennoch niedliche Gesteins-Pokémon. Das ist halt das Ding. Bei ihr müssen wir uns vor allen Dingen vor ihrer Z-Attacke in Acht nehmen. Wie wir wissen, Z-Attacken machen immer unglaublich viel Schaden. Und Gesteins-Pokémon haben meistens ziemlich guten Angriff. So, deswegen kämpfen wir mit Mori. Mori ist ein bisschen überlevelt. Das gibt ihren kleinen Vorstoß. Ist entwickelt und kann mit Pferdestärke effektiv zuhauen. Und wenn es dann mal von einer physischen Attacke getroffen wird, erhöht sich die, kann es seine Verteidigung oder ihre Verteidigung weiter erhöhen, dass der nächste Treffer weniger Schaden macht. Und Gesteinsattacken sind ineffektiv auf sie. Das sollten wir also hinkriegen. Ich wusste leider nicht, dass sie einen Trank gibt. Und Level 31 für Mori. Einen Boost haben wir schon mit da auf der Zähigkeit. Sedimantur kommt das nicht. Sedimantur hat, glaube ich, auch Robustheit. Hauen wir einfach weiter drauf. Naja, das hat sie überstanden. Danke für den Boost. Oh, Volltreffer. Das Gute ist, Z-Attacken können, soweit ich weiß, keine Volltreffer werden. So. Und Level 31 für Betty. Und Level 29 für Donut. Und ihr Bulwark kommt als letztes. In der Nachtform. Okay, sie wird jetzt ihre Z-Attacke einsetzen. Wir werden uns darauf einstellen, die wegzutanken. Oh, das ist ein. Wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir in dem höheren KP-Bereich bleiben. Damit wir problemlos die Z-Attacke überstehen können. Ich meine, da hilft sie uns gerade ganz gut, indem sie halt die ganze Zeit unsere Verteidigung weiterhält. War toll, ich mache mir Sorgen. Und damit reicht für Mantra. Einfach großartig! Erst wenn man seine ganze Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller erstrahlen. Ihr seid wirklich sehr stark! Hier, dieser Z-Kristall vom Typ Gestein, auch Petrium-Z genannt, ist für dich. Sehr schön. Ein weiterer Z-Stein. Und wir haben die große Prüfung damit bestanden. Perfekt. Hat Mützi uns wieder durchgeleitet. Die Z-Kraft holst du aus Gesteins-Pokémon durch diese Bewegung heraus. Sieh genau hin. Auf den Hüftschmuck und die richtige Stärke kommt es an. Setze diese Kraft gut ein. Gesteins-Pokémon sind hart und schroff, sowie besonders gut im Angriff. Sie ähneln mir überhaupt nicht, aber ich finde das finde ich so faszinierend an ihnen. Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm mir das nicht übel, Lilly, aber was treibt jemand wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zu den Ruinen des Lebens? Ich tue das für Wölkchen. Es ist von weit her zu uns gekommen und ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich nichts über seine Herkunft, aber weil es sich zu diesen Orten hingezogen zu fühlen scheint, suche ich in Ruinen wie dieser hier nach Hinweisen. Ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Ach, wenn wir Capo Falla als Schutzpatron ansehen, ist es immer noch ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier heranwagen. Aber es ist bei dir wohl kaum der Fall. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von vielen aufregenden Abenteuern und netten Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe dich zurück in die Stadt, Lilly.
Ich finde es toll, dass du so ein großes Herz für Pokémon hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer bist. Und deswegen will ich dir helfen. Inselkönigin Mayla, ich bin Talios Lily und ich möchte gegen dich kämpfen. Oh, Sefi. Ein Typ von der Aether Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du ins Hanohano Resort kommst, wenn du die große Prüfung bestanden hast. Die Aether Foundation? Ich weiß nicht, was sie von dir wollen, aber geh ruhig, Sefi. Wenn du dich gleich auf den Weg machen willst, solltest du mit Glurak nach Kantai City fliegen. Am Dimensionsforschungsinstitut vorbei musst du dann nun noch die Brücke überqueren, um zum Hanohano Resort zu gelangen. Die Aether Foundation? Ich denke, ich bleibe hier und sehe mir Talis Pokémon-Kampf an. Auch wenn ich nicht gerne sehe, wie Pokémon verletzt werden. Doch weiß ich ja, dass deine und Talis Pokémon sehr hart im Leben sind. Ich weiß, ich bin nicht so stark wie mein Opihala, aber ich hole trotzdem das Beste aus Arboretos und den anderen heraus. Du bist und bleibst du selbst, Tali. Es spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönigs Hala bist oder nicht. Gib einfach dein Bestes. Gut, dann tun wir mal, was uns gesagt wurde und fliegen zurück nach Kantai. Wummi! Danke, Glurak! So, mal kurz heilen. Und dann geht's für uns auch schon gleich weiter. Ich lasse Muri übrigens oben, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir werden nämlich gleich noch gegen ein Gift-Pokémon kämpfen müssen. Und da dieses Gift-Pokémon nicht ohne ist, macht das durchaus Sinn, dass wir eins unserer besten Pokémon im Team einsetzen. Ich finde es schön, dass von den Pokémon, die wir anfangs im Team hatten, nur wirklich Betty jetzt viel eingesetzt haben. Gibt es hier nicht noch einen Encounter? Hier unten kann man doch bestimmt angeln. Langweilig. Sieht nicht so aus. Ah, da ist ein Strand. Am Strand kann man doch sicherlich angeln. Da geht es zum Strand. Ja, wir können das Pokémobil nutzen. Okay. Oh, die liegt von Zigarre was. Tina ruft an. 10%! Wenn du wissen willst, was diese Zahl zu bedeuten hat, musst du dich nach Ula Ula zur Ätherbasis auf Route 16 begeben. Du bist auf einem guten Weg. Au revoir! Ja, wenn es hier noch Wasser-Pokémon gibt, dann das sollten wir lieber mal ein bisschen kämpfen lassen. Willst du kämpfen? Sieht nicht so aus. Willst du kämpfen? Du siehst eher aus, als wenn du tot bist. Auch nicht kämpfen. Auch nicht kämpfen. Wir nehmen mal den Sand-Encounter. Ein Stern, du. Ebenfalls ein sehr gutes Pokémon für einen Nuzlocke. Starmie ist ein sehr schnelles Pokémon mit sehr gutem Spezangriff, das viele verschiedene Attacken lernen kann. Ein Hoch auf den Flottball. Ein weiteres Pokémon. Stern, du, das Stern vom Pokémon, es taucht in großer Zahl an Ufern auf. Nachts erstrahlt der Kern in seiner Mitte in einem unheimlichen Rot. Oh, ich weiß, wie dich nennen. Dein Kern in der Mitte ist rot. Wir nennen dich Rubin. Ich sagte Rubin. So, perfekt. Wie gesagt, wie auch schon der Disclaimer bei Luck und Möwe. Kein Team-Pokémon. Ist zwar momentan im Team, weil wir halt aus obligatorischen Gründen es jetzt gerade im Team haben, aber es zählt nicht als Team-Pokémon. Thank you.
von den Item. Uah, ich hätte mal diese Wasser-Encounter nehmen sollen. Ein Tentacher. Na gut, da bleibe ich lieber bei Shando. Shando ist ein guter Encounter. Ich bin auch echt froh, dass wir ein paar mehr Wasser-Pokémon haben. Wie auch immer wir die Triperle hochgeholt haben, wir haben jetzt einfach. Ein Schwamm. Ein echter Adonis. Ein Musard. Und dann gewinnt sich Fischschwamm. Du machst uns keine Angst. Ich habe zwar gerade voll die Flashbacks von der Inselprüfung, aber du machst uns keine Angst mehr. Sag ich doch. So, den hätten wir. Mal gucken, was es da noch so für Trainer gibt. Das wird ja bestimmt nicht der Einzige sein, der hier rumschwimmt, oder? Ja, das ist der Nächste. Und jetzt auch noch ein Pokémon. Dann sind wir ja wenigstens schnell fertig. Ein Enton. Los, ganz ein Kopfschuss. Es ist schneller als wir bei Duell. Obwohl wir 5 Level höher sind. So, weg mit dir. Ich kann eigentlich mal speichern. Schattenglas. Ein Schattenglas kann in ein Pokémon zum Tragen gegeben werden. Und verstärkt die Unlichtattacken. Wir setzen Lapras mal so einmal ein, damit das neu weggeht. Nein. Ein Wingull. Naja, wir sind ein bisschen überlevelt. Haben einen relativ guten Angriff. Wingull ist doof. Passt es schon. Wir haben jetzt hier auf dieser Insel ziemlich viele Wasser-Pokémon dazu bekommen, ne? Haben wir nicht jetzt noch ein Pflanzen-Pokémon auf der Tasche? Paras haben wir noch. Und in Hindsight bin ich echt froh, dass wir Paras gekriegt haben. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt irgendwie Enton als Encounter beim Fletcherhügel gehabt. Dann hätten wir jetzt gar kein Pflanzen-Pokémon. Ich glaube, wir sind hier auch gleich durch, ne? So viele Trainer dürften hier eigentlich nicht mehr sein, auf der kurzen Pfütze hier. Ich weiß gar nicht, warum wir die Trainer eigentlich noch besiegen. Wir wechseln eh gleich das Team. Hallo, Finian. Laubklinger. Ein Muschas kommt noch. Kommt ein Muschas geflogen.
perfekt. Und einfach mal. Ey, ich wollte gerade sagen. Ich wollte schon sagen. Mit Gyarados. Dann wechseln wir. Hero. Let's go. Tja, wir sind total toll so. Nimm das! Na, hoffentlich schrecken wir nicht zurück. Geht doch. Und Level 31 für Mantra. Und Level 32 für Murui. Sehr schön. Schätze, das wird es auch gewesen sein, ne? Cool, cool, cool. Dann können wir ja wieder mit der Story weitermachen. Wir werden erwartet. Ja, wir brauchen hier keinen Schutz. Hübsch ist es hier. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich das Aetherparadies. Ich zähle das Aetherparadies übrigens nicht als eigene Insel, da man storytechnisch im Aetherparadies halt nur während Events quasi ist. Das Aetherparadies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zuflucht für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Aetherparadies kommen, oder? Ja klar. Gut, dann folg mir bitte. Das Aetherparadies ist ein überwältigender Ort. Wartet, nehmt mich mit! Nanu, die Inselkönigin Mayla verabschiedet euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Meistens solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut dem Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge anderer Dinge zu tun. Aber werft doch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Aether Foundation. Ah genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte im Malir-Zielgarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hierher zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf dem Schiff wie im Flug. So einem Schiff meine ich nichts anderes als die Fähre. Ich glaube, wir haben Sterne noch im Team, ne? Wie gesagt, auch wenn wir jetzt storytechnisch die Insel wechseln, zählt A, das Aetherparadies nicht als eigene Insel. Und B, das Sternlu, das wir gefangen haben, ich glaube, das haben wir noch im Team, zählt nicht zu unseren Teamwallen halt, ne? Die es nicht eingesetzt haben. Nur um das vorher festzulegen, nicht, dass sich dahinter einer beschwert. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Sefi? Wirklich? Nee, aber wäre cool, oder? Oh Junge, ich bin auf das Aetherparadies gespannt.